Willkommen zurück zu Far Cry 2 und bin gerade erst mal 5 Minuten in diesem Land. Nee, eigentlich nicht. Schon seit über 20 Stunden, glaube ich. Oder knapp? Glaube schon. Ja, wir haben das letzte Mal Waffen gekauft und Sachen verbessert. Wir sind nun wesentlich besser ausgestattet und endlich hat auch das komische Pfeilgewehr jetzt mal einen Sinn und einen Zweck. Wir haben nämlich einiges. Wie sieht es denn hier aus? Wer hat denn hier gewütet? Ich will es gar nicht wissen. Ja, Taufen Kahn ist unser neuer Kollege. Heißt nicht Oliver, sondern, weiß ich nicht, hab mich aufgepasst. Neues Gebiet und die alten Aufgaben, denn wir müssen hier für den komischen Waffenladen einen Konvoi platt machen. Ich würde sagen, da fahren wir einfach mal die hier schön am See entlang, oder? Ja, jetzt haben wir 30 Schuss. Das hat sich nicht geändert, aber hier 6 Schuss. Ja, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Jetzt bräuchte ich nur ein bisschen Lebendenergie. Müssen wir, glaube ich, nochmal in den Laden rein, schätze ich mal. Ja, man kennt's. Konvoi, Konkurrenz, halte sie auf, beziehungsweise töte alle. Verdammt, ich hätte mal vorher die Munition, die Heilung aktivieren sollen. Ist egal. Jetzt mal volles Risiko. Mit Stufe, ne, mit 4 statt 5 Lebensenergiepünktchen. Mal schauen, hat sie noch ein Autole? Ja. Das ganz unauffällige weiße Gefährt hier. Munition brauchen wir nicht. Ganz kurz mal schauen. Ja, uns geht's gut. Gut, weiter geht's. Ach ja, jetzt haben wir eine Uzi. Sah aus wie eine Nicht-Uzi. So, ne, wir haben die Mac-10 mal gehabt. Jetzt haben wir die Uzi. Die wahrscheinlich bessere, die hoffentlich mehr Schaden macht. Aber die davor, die hat ja immer das ganze Magazin leer gemacht. Wahrscheinlich mit sehr wenig Schaden. Das hier wird wahrscheinlich jetzt weniger Schuss brauchen, schätze ich mal. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf die erste Schießerei. Toll. Ganz toll. Ach, guck mal hier. Zack. Versehentlich drüber gefahren. Ne, das ist unser Auto. Mit diesem sind wir gekommen. Jetzt mal kurz gucken. Frames sind aktuell genau, wie sie sein sollen. Wieder bei 32 gekappt. Das mit den 26, 27 das letzte Mal, das war leider technischer Natur. Und lief, glaube ich, sogar noch beschissener, habe ich in der Aufnahme gesehen. Das war auch, muss man auch erstmal hinbekommen. Guck mal hier. Oh, guck mal da. Und jetzt guck mal hier. Schön baden gehen, so ist fein. Ach, schön. Und ich habe noch wie viel Schuss? Genug. Ach, 26. Alles klar. Wahrscheinlich ist sie irgendwann, sind die Waffen so schnell kaputt, haben wir so viel Munition. Die Waffen gehen kaputt, bevor wir alle Munition verschossen haben. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ah. Aber hier biege ich mal ganz kurz ab, weil ich sehe. Ach, guck mal, hier ist ein Busgedöns. Und dahinter ist ein. Ist ein Safehaus. Ich würde sagen, das holen wir uns mal safe, oder? Der Scheiß wird auch nie unwitzig. Egal. Und lustig drum. Da ist noch so eine kleine Hütte. Vielleicht eine Diamantenhütte. Weil wenn wir jetzt wieder. Also wenn wir irgendwann Diamanten gebrauchen konnten, dann ist es auf jeden Fall jetzt. Natürlich. Wo genau? Irgendwo hinter dem Steinchen. Ach, natürlich wieder so eine Hütte. Ja, nach dem müssen wir echt ausschalten. Perfekt. Und sogar ein Schluck Wasser. Es ist wirklich ein Traum, oder? Granaten von mir aus. Raketen kann man auch mehr tragen. Aber leider habe ich noch keinen. Ach, verdammt, ich wollte einen Granatwerfer mitnehmen, ich Volltrottel. Ja, da oben kommen wir an einem Granatwerfer vorbei. Holen wir den Granatwerfer. Leider hat es da noch keine Granatgeschichte Stufe 2. Und Raketenwerfer können wir uns noch nicht leisten. Tja. Ja, hier unten. Südwesten haben wir jetzt quasi unsere neue Mike's Bar. Ich schätze mal hier der zweite Teil oder Kapitel 2, Level 2, was auch immer. Das ist dann wahrscheinlich eher so eine Art von, ja, so Wassergedöns. Dürfte mal mit dem Kutter durch die Gegend fahren. Wahrscheinlich wird viel irgendwie an diesem See. Ich meine, die ganze Karte ist ja um den See herum aufgebaut. Das wird ja vermutlich dann sehr viel hier zu tun geben.
Aber weniger Flüsse, obwohl, nee, Quatsch. Nach oben, nach Westen, nach Osten, nach Norden, alles voll mit Flüssen. Alles klar, hat sie erledigt. Was war die erste Karte ja auch, ne? Da war es ja, gab es keinen richtigen See, dafür sehr viele Flüsse. Pala war ja mehr oder weniger so eine Halbinsel, wenn man so will. Ach, hier oben. Bitte? Ach so, dann müssen wir einmal komplett außen rum. Ja, den Trick kenne ich und dann ist wieder irgendjemand nicht zu Hause, da laufe ich wieder rum. Das war das letzte Mal ja auch schon so, ne? Da hatten wir die, konnten wir die gar nicht freiräumen, diese komischen Hütten. Dieses Seefaus. Hör mal auf, so weiß zu blinken, was soll das denn? Könnten wir das nicht freischalten, weil die Leute wieder sonst wo durch die Gegend gelatscht sind? Haben drei Leute alle gemacht, aber wahrscheinlich waren, oder vier, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war da noch einer im Weg, ne? Nicht im Weg, sondern in der Umgebung. Der war halt weg. Hä? Oh, da hat doch jemand das Lagerfeuer angelassen. Soll ich es mal speichern? Nee, erstmal nicht. Schlecht. Handgranate? Ich suche ja. Was ist denn? Halt, das sind. Ja, lass den Arzt angreifen. Sag mal. Angreifen, bis der Arzt kommt, oder wie? Weg ist der Kopf. Das war gut. So, Granate hat einen ausgeschaltet. Ich habe doch mal vor einiger Zeit diesen lustigen Tarnanzug gekauft. Irgendwie reagieren die nicht mehr drauf. Kann das sein? Naja. Zumindest haben wir jetzt einen. Was ist denn das hier? Achso, ich dachte irgendwie eine Rampe zum Stunts fahren, aber ich glaube, das ist das falsche Spiel für diese, für die Geschichte. Komm, wir lassen uns mal Tag werden, oder? Das bei Nacht ist zwar ganz nett. Ja, das ist ganz nett. Da flackert jetzt wahrscheinlich das Bild wieder. Ich weiß noch nicht, was das eigentlich ist mit diesem komischen Hell-Dunkel. Manchmal, wenn irgendwas hell ist, wenn ich eine Waffe zücke, dann ist plötzlich, als ob das abstrahlt, so mit so Raytracing. Ja, jetzt kann ich es ja verraten, ich habe Raytracing aktiviert. Das mache ich ja meistens so, deswegen läuft es nicht so gut. Auf meiner GTX 12345. Und deswegen läuft es nicht so hundertprozentig, das macht aber nichts. Denn manchmal, also das ist mir einfach wert, ne? Diese Qualität, die durch Raytracing dann im Video erscheint. Also, das lasse ich mir aber auch nicht nehmen, sage ich mal. Aber zumindest mal wieder ein fahrbarer Untersatz. Links oder rechts? Ich würde sagen rechts, weil links geht's nicht runter. Doch, irgendwie runter kommen sie alle, aber an einem Stück, das ist mir wichtig. Ups. Vielleicht ein bisschen weniger Schmack ist, das wäre schon mal gar nicht schlecht. Boah. Aber hallo. Okay. Oh, ich könnte mal spaßhalber speichern. Ich glaube, ich noch nie gemacht. So, Norden. Einfach nach Norden fahren. Ich denke mal, ich kenne das nicht. Rechts unten. Okay. Wir müssten. Ne, da muss man außen rum fahren. Das ist hier so ein Spezialgebiet, der so ein gräuliches. Fahren wir oben einfach mal zur Waffenkammer. Dann kleiden wir uns da ganz schick ein. Was ich aber auch schon gelesen habe, ist, dass man den. Aha, hier blinkt's. Dass man den nachkaufen müsste. Diesen komischen. Ja, da oben. Den Tarnanzug. Angeblich sei der bei Leuten verschwunden oder so. Hä? Ja, das ist mir noch nie passiert. Aber das wäre ziemlich scheiße. Wenn ich wieder 45 Mark zahlen muss dafür, sage ich, ne. Dann gehe ich, geh ich ohne an den Feins ran. Dann sparen wir uns das mal mit dem komischen, mit dem Tarnzeug und schlachten uns einfach durch die Leute durch. Ich meine, kriegen wir so eigentlich auch ganz gut hin, ne? Einfach nur auf Entfernung. Ja, da ist er, bla bla bla. Und dann schlachten wir halt was. Was? Wie? Hä? Hast du gerade geblinkt? Oder bin ich jetzt irgendwie bescheuert? Jetzt so gerade geblinkt und hier hoch. Moment.
Was? Das hat doch gar nicht hochgezeigt. Oder bin ich völlig bescheuert? Ach, hat sich jemand anders geschnappt? Ja klar, jetzt sehe ich es auch. Da oben. Wieso bin ich denn... Wieso hört es denn da drüben auf zu blinken? Da... Sag mal. Boah, jetzt kriege ich aber langsam den Föhn. Der kann halt keine 5 Meter durchs Gelände latschen. Der fußlahme Idiot. Den hätten wir. Seine Kollegen aber wahrscheinlich nicht. Aber lass mich raten. Sind alle schon auf dem Weg. Ne, dieses durchs Gelände laufen mit dem hier ist echt ein bisschen ein leichter Krampf. Jetzt ist es nicht wieder aus. Okay, jetzt laufe ich mal bis zum Ende auf diesem komischen Plateau hier oben. Das kann ja wohl nicht sein. Aber ich laufe doch dem entgegen. Und auf einmal ist das Licht komplett aus. Ach, oder das ist noch eine Stufe höher und ich habe mich quasi wegbewegt. Ne, guck mal hier. Da vorne. Hä? Egal. Toll. Und dafür einen ganzen... Ach, komm. Ich beschwere mich nicht. Ich erwarte auch nichts. Ist da noch was? Vielleicht eine goldene AK? So ein goldenes Scharfschützengewehr hätte ich mal ganz gerne. Von mir aus auch ein ganz brandneues von diesem Kaliber 50. Kaliber Scholli, du. Ist davon eigentlich ein Stützpunkt? Nee, ne? Einfach nur so ein Steg. Schönes Medium. Egal. Wieder Mauern. Wir wollten doch die offenen Grenzen. Kleiner Scherz. Wir schauen uns erstmal bei diesem komischen Steg hier weiter um. Weiter bis zum Hafen. Und dann geht's weiter. Ja, das ist ja wie gesagt für mich alles noch Neuland hier, das Gebiet. Aber warum? Oder habe ich vielleicht damals so wirklich aufgehört, das zu spielen? Und dann der zweite Bereich kommt und habe ich mir gedacht, oh, reicht jetzt erstmal mit diesem Spiel, wir machen mal was anderes. Das kann nämlich verdammt gut sein. Ach so, das ist wieder so eine komische... Der Untergrund. Nee. Es tut mir leid, es gibt noch keine Speziallieferung. Ah ja, okay. Gut, sah zur Abwechslung mal anders aus durch den Tisch und den ganzen Müll. Oh, Zigarren. Auch hier wieder, wirkt alles eher nach, nicht mehr Afrika, sondern jetzt eher vielleicht sowas wie, weiß nicht, Kolumbien vielleicht? Vielleicht eher weniger Mexiko, aber Kolumbien, die Wälder vielleicht, diese Dschungellandschaften. Was? Rockwe. Rockwe schon, sehr klar. Rockwe. Klar. Klar. Tag. Was denn? Klingt zwar nett, aber irgendwie... Zingeln mich die Schweine. Pass bloß auf. Ich habe so viele... Ja, jetzt... Nein. Jetzt mach ich mal Spaß. Hier, komm, fahr doch beiseite jetzt. Nee, lauf beiseite, oder? Trotte. Schneller als du. Dämliche Ziege. Eine dumme Ziege. So, wo müssen wir längs? Da blinkt das schon wieder. Ey, hier kann es keine 5 Meter laufen, aber ich brauche das auch. Also nicht das Laufen, sondern die Diamanten. Ah, ja. Hier war gerade ein Aufgang. Habe ich das richtig gesehen auf der Karte? Nee, das ist nur ein Vorsprung. Oder komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Jetzt bin ich gerade allen Ernstes mit dem Kopf nach hinten gegangen, dass ich besser wieder um die Ecke gucken kann. Junge. Sonst lachen wir solche Leute doch aus. Naja. Tja, jetzt bin ich selber ein Idiot. Toll, toll. Na, so alle immer recht. Naja. So schön entlang rennen an der Wand. Ja, das ist alles...
Das ist wirklich alles Planet-Zeit, oder? Die ganzen so an der Wand entlang rennen und dieses Gewiggle? Ich glaube schon. Was hat dieses Spiel mit mir gemacht? Und heute spielen wir, was Schrott ist. Toll. Komm schon. Bitte keine unsichtbare Wand. Ach, bitte nicht. Jetzt muss ich außen rumfahren. Ich weiß doch schon, wo es ist, aber ich muss trotzdem warten. Mann. Ich muss an der anderen Seite ran. Klar, ich muss durch den Monsun, beziehungsweise diesen Stützpunkt. Da muss ich wieder durchboxen. Und dann erst darf ich die Früchte meiner Arbeit genießen. Die Diamanten. 14 Stück gibt's hier. Nee, komm. Ich werde wahrscheinlich sowieso noch mal ein, zwei, drei Mal vielleicht hier vorbei. Was ist denn das bitte für ein Flugfeld? Mitten von Felsen umgeben? Helikopterlandeplatz? Okay, gehe ich noch mit. Aber ein Flugfeld? Du fährst einen Meter zu weit, zerschellst du an der Wand? Du musst aber auch wissen, was du machst, oder? Ich bin so vorsichtig. Und es ist kein Stützpunkt. Ja, das muss auch nichts heißen. Ich glaube, die Hahnenkämpfe waren auch kein klassischer Stützpunkt. Bitte? Am anderen Ende ist das. So ein Stützpunkt ist das. Ja, das mit Schleichen wissen wir, funktioniert echt super. Na, mich hat noch keiner gesehen und schon sind sie irgendwie alle ganz sicher, wo genau ich sitze. Munition. Schon mal gut. Feind. Schon mal nicht so gut. Aber nur einer. Das muss krachen. Ich habe immer noch nicht richtig die... Ach, jetzt sind wir halbwegs. Kannst du ruhig angehen? So, der ist weg. Ich dachte, der ist ja nicht mit Reifen spielen. Was bist du, ein Affe? Taufschütze? Und irgendjemand hat die gerade... ein Autochen gestartet. Das ist auch schlecht. Na? Pfeil. Pfeilgewehr, das ruhig ist. Und er weiß sofort, wo wir sitzen. Na gut, vielleicht hat er uns gesehen. Das mag schon sein. Okay. Wahrscheinlich war ein Kopfschuss dabei, aber trotzdem schon mal ganz nett. Ne, vermuten. Pistole oder? Ja, natürlich. Und dann natürlich wieder nur Pistolenmunition dabei. Das ist ja auch wieder klar. Ach, das ist gar kein Autochen. Das ist ein. So ein Generator wahrscheinlich, ne? Was ist denn jetzt? Tot oder lebendig? Irgendwie kriegen wir dich. Bitte? Wenn Sie hierher kommen, machen wir Sie alle. Ach so. Oh shit. Medizin? Wo ist die Sau? Da oben. Ja, was ist das? Klar, ein Lenkflugkörper. Wie geht das denn? Oh, das ist schon wieder... Das läuft schon wieder richtig gut. Na? Die Sau lebt noch. Also richtig überzeugt bin ich noch nicht von der Uzi. Weg hier! Hä?
Wie? Ach so. Ach so, hat wieder eine... Ja, ja. Dreht sich ja wieder irgendwie seltsamerweise um die eigene Achse. Bitte? Totmann. Gut investiertes Magazin. Genau gesehen. Gut, vielleicht nicht genau, aber... Ich weiß, dass du da bist. Hallo? Hallo? Wieder auf mit den... Nicht wirklich, oder? Sag mal, geht's denen so gut? Ihr hatten... Raketenwerfer, was ist denn hier los mit den Leuten? Munition? Alles fein. Gut, Schluck Wasser. Oh, sehr gut, sehr gut. Und wir sind wieder voll dabei. Ja, das ist mein Auto. Hey Mann, das ist mein Auto. Hervorragend. Es wird ein Scharfschütze sein da oben. Ach, da ist eh Munition. Ne, spreng. Sprengzeug? Ja, kein Wunder, wenn die die ganze Zeit mit dem Raketenwerfer auf mich feuern. Das hört mir aber auf. Was ist, wenn das langsam... Wenn das einreißt und jeder wird das machen? Gut, ich möchte mich eh mal gucken, ob ich mit dem Flugzeug fliegen kann. Ach, das ist so ein... Guck mal hier. Kaliber 50 ist das, ne? Oder nicht? Dragunov ist das nicht. Das ist, ist die Dragunov, hä? Erkennt man gar nicht, wenn es so völlig verrostet ist, weil sie sich wieder nicht um ihre Waffen kümmern. Nicht so wie ich. Oh, sehr gut, danke. Ja. Und nur... Ach, oh, 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 das ist schlecht. Okay, die Patrouillen sind jetzt tatsächlich auszuschalten. Und ernst zu nehmen. Wenn die mit Granatwerfern durch die Gegend fahren, das ist nicht gut. Das ist sogar schlecht, würde ich fast mal sagen. Auf der anderen Seite kann ich jetzt hier richtig schön Ärger machen mit den Dingen. So, wo ist der Durchgang? Oder gibt es hier gar keinen Durchgang? Und es liegt wieder irgendwo hier. Da war gerade was. Wie? War doch gerade die Hand. Ich habe mir das Ganze wohl eingebildet. Wo ist es? Hallo? Ah. Aha. Und das habe ich von ganz da unten gerochen. Komm mal weg, den Shit. So, gib mir 3 Stück bitte. Einen. Und ich muss mich hier an den 2 Raketenwerfer-Typen durch... Und ein Feind. Ich glaube nicht, dass der hier hochkommt, oder? Ruhig, ganz ruhig. Will ich doch mal sehen, ob ich in das Fahrzeug, das Fliegende, einsteigen kann. Leider gibt es keine Hubschraubschraubs. Oh, ich habe gestern aber mal spaßhalber Flashpoint, Operation Flashpoint angeschaut. Und habe die... Was habe ich gemacht? Ich habe den Chinook bin ich geflogen. Jetzt ist eine Mission, so eine Einzelmission. Hat auf Anhieb funktioniert. Da war ich ganz stolz auf mich. Aber ich denke, die sind... Ja, die sind nur Deko, beziehungsweise... Da lacht er. Lach nicht so scheiße. Ja, auf Anhieb konnte ich den Chinook fliegen. Diesen Lasten-Hubschraub-Schraub. Fand ich ganz gut. Ist auch relativ extrem simpel. Ja, da fällt es einem wieder mal so ein bisschen auf, ne, weil Arma, ich meine, hat ja immer die Möglichkeiten gehabt, die, und das ist ja der Vorgänger davon, es hat ja immer die Möglichkeiten da zu fliegen, aber es war irgendwie immer so ein bisschen sehr arcadisch, finde ich. Aber auch, ich weiß nicht, irgendwie nicht so richtig, sondern so eine, kann ich schwer beschreiben. Die Comanche-Dinger, klar, die waren auch mal sehr arcadisch, aber irgendwie
weiß nicht, anders arcadisch oder so. Halt mal, wieso habe ich die Granaten eigentlich da vorne nicht mitgenommen, ich Dorftrottel? Ich habe doch... Naja, ich habe eine Granate nämlich weggeschmissen. Der wird schon eine haben, oder? Und das ist wahrscheinlich wieder dieses komische, die Fall. Die Fall hat er, oder? Keine Granaten? Och Mann. Immer ist irgendwas anderes. Das fahre ich nicht wieder zurück, nur wegen einer Handgranate. Das machen wir so nicht. Die wird es schon irgendwo mal geben. Boah, jetzt habe ich mich ein bisschen erschreckt. Aber kann man sich schon mal merken? Na, Flugfeld. Vielleicht kann man da... Shit! Das ist ein Problem, vielleicht. Man muss jetzt echt der Erste sein. Wenn man nicht der Erste ist, hat man, glaube ich, ein Problem. Denn dann landet die Granate hier im Fahrzeug. Das ist aber echt übel, oder? Stützpunkt, natürlich. Natürlich. Könnte man jetzt aber tatsächlich mal nutzen. Vorfahren. Das eine, das zweite, komm. Wurde getroffen, aber nicht ganz. Nicht ganz so tödlich, wie ich es eigentlich mir erhofft hatte. Vorne ist noch so ein Stück. Und nun einen besseren Winkel. Ah, wieder alles voller Rott hier. Grünzeug. Weg damit. Wir brauchen den Müll. Toll, einer links, einer rechts. Jetzt stehe ich mittendrin, statt nur dabei. Das ist schlecht, wir müssen mal ran an den Feind. Was war das jetzt? Heißer Motor, oder? Ich hab's gehört. Die laufen alle mit der Waffe rum, okay. Partykamerad, was? Feind hinten, links. Muss da wieder zeitig rein, oder? Weiß ich nicht. Und vielleicht ist er auch im Haus selbst und ich laufe die ganze Zeit. Ne, war schon richtig. Ist egal, bleib liegen, ich komm gleich. Ich kümmere mich um dich. Verlässlich, ja. Ich lade ganz kurz noch nach und dann komme ich. Du weißt ja warum. Ich glaube nicht, Tim. Daneben. Daneben. Ja, schön mal durchs Gesicht gezogen, die Machete. Finde ich ja schlimm. So, und ausgespäht. Perfekt. So, Herrschaften. Sonst noch jemand? Wurde ich überhaupt getroffen? Ja, einmal ganz kurz. Was war denn das hier? Ich bin an einem Fahrzeug vorbeigelaufen und dann was? Vielleicht hat mich auch ein Pistolenhaini getroffen. Da war aber nichts, aber kein Geräusch. Nur irgendwie den Hintern versenkt. Aha. Und? Perfekt. Ja. Schon hat sich's gelohnt. Jetzt sind wir tatsächlich wieder auf... Diamantensuche, Jagd, wie auch immer. Finde ich ganz nett. Dass sie auch wirklich einen Sinn und Zweck haben. Kriegt so manches Rollenspiel ja bis zum heutigen Tage nicht hin, da man eine vernünftige Balance zu finden, beziehungsweise auch ein, wie heißt es? Ja, einfach die Wirtschaft. Ja, dass das Geld eben nicht so schnell entwertet wird. Gibt so viele Spiele in der Geschichte, wo einfach ab Mitte oder Richtung Ende einfach das Geld völlig nutzlos ist. Und ja, auch das von allen so ach so hochgepriesene Baldur's Gate, da ist die Kohle auch recht schnell schon ziemlicher Scheißdreck. Aber finde ich ganz nett. Genau wie bei Starshit oder Fields. Kurz nachdem der Hype verflogen ist, kriegen sie alle mit, ja, ist irgendwie doch nicht ganz so geil. Doch hier kommen immer mehr Leute auf den Trichter. Ist ganz komisch, was man da in diesem Spiel machen darf. Bisschen sehr progressiv, was man mittlerweile als normal ansieht. Gefällt mir nicht so wirklich. Tja, aber hier gibt's Retro. Das genaue Gegenteil.
Hier gibt es ja auch keine Degeneration, sondern vernünftiges Ballern, wie sich das gehört. Läuft zwar nicht vernünftig, aber das macht auch nichts. Geht um den Inhalt. Ja? Die inneren Werte zählen doch, oder? 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 Ich denke auch. Und wieso gibt es da so einen komischen... Lass mich raten, am Ende des Weges... Boah, komm mal auf die Schienen, jetzt aber zack, zack. Wo fahre ich hier eigentlich gerade hin? Ist das richtig? Ist das ein Zwischending? Ach, guck mal, ja, ja. Aber ich muss trotzdem erst einen anderen Weg einschlagen. Andererseits muss ich es eigentlich nicht. Was habe ich denn? Ich will ihn sprengen. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich kann doch einfach mit dem hier vorfahren. Okay. Machen wir das. Aber neue Waffen hole ich mir trotzdem. Die anderen, die gefallen mir schon nicht. Die haben... Da ist Staub drauf. Vielleicht nicht unbedingt Rost, aber Staub. Ah, da blinkt es schon wieder. Ja, 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 ja. Hier blinkt es ganz doll. Lass mich raten, auf dem Balkon. Oder auf diesem Vordach. Nein. Im Innenhof. Das wiederum kommt mir bekannt vor. Ah, andere Seite. Kommen wir gleich. Aber was Neues kaufen tue ich jetzt nicht. Kann ich auch gar nicht. Oh, der Feind. Könnt ihr mal Lärm machen, dann können sie mich holen. Achtung, jetzt hören sie wieder. Hey, da haut doch einer Bretter zu Brei. Der will sich bestimmt irgendwo Diamanten holen. Schnapp dir den Mistkerl. Und so, ne? Kennen wir den Sprecher, der ist total toll. Besser war immer noch, als ich mit sich selbst unterhalten hat. Zwei Charaktere mit der gleichen Stimme, das war ja so vollkommen verblödet. Naja. Das ist so der Nachteil dran, wenn die sich so weiß ich, miteinander unterhalten. Ob es das dann auch irgendwann mit einem krassen... Das muss ja ein Tok-Tok-Tok sein, ne? Ich schau mal ganz kurz. Und noch sind die ja nicht... Die sind ja wieder weg. Genau. Tok-Tok-Tok-Tok. Das wollen wir nicht. Wir nehmen wieder unseren Granatwerfer. Aber da müssen wir wirklich aufpassen jetzt. Oder schießen die gar nicht damit, weil es so krass wäre? Ich weiß es nicht. Boah, wie viel Munition habe ich mit dem Ding jetzt? Auf jeden Fall mal ausprobieren. Shotgun interessiert keine Sau. Das hier brauchen wir neue. Und hier nehmen wir was. Ini, mini, mini. Was haben wir jetzt? Scharfschützengewehr. Nochmal Scharfschütze quasi. Her damit. Her damit. Gut. Das funktioniert nicht, das gefällt mir. Das heißt, wir haben die volle Munition, weil ich dachte schon, dass es vielleicht daran liegt, dass wir nur drei Stück haben, weil ich das letzte Mal nicht aufgeladen hatte wieder. Aber das ist Quatsch. So, Kinders. Ja, retour. Retour. Wir haben die Diamanten gefunden. Den Diamanten leider nur. Das heißt, jetzt fahren wir nach Osten und machen das Ding schön platt. Richtig. Das heißt, ich werde mich einfach in Fahrtrichtung... Irgendwo aufstellen oder mir so ein schönes Eckchen suchen. Genau, so ein schönes Eck. Und dann lassen wir es einfach mal krachen. Überraschung. Fliegen von der Seite die Granaten in den Konvoi. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Wieso ist denn jetzt da vorne die Hütte schon unsers? Das verstehe ich nicht. Da vorne links, die gehört uns schon. Warum? Wir waren hier doch noch nie. Ach, guck mal. Das ist aber nicht gut. Das heißt, mindestens eine Stützung müssen wir erstmal platt machen. Ich denke nicht, dass wir hier einfach so dran vorbeikommen. Obwohl, vielleicht doch. Ich den großräumig umfahre. Und jetzt sieht es wieder aus wie im ersten Bereich, ne? Schön Savanne. Ich wette, ihr habt mich gehört. Aber zwischen den beiden Stützpunkten, das wird halt richtig geil. Dann zerquetschen sie mich in der Mitte. Egal, kann ich in beide Richtungen schießen. Viel Feind, viel eher. Was will man mehr? Ich höre ein Bötchen. Oh, komm. Jetzt müssen wir uns hier günstig aufstellen.
Ja, ein bisschen Schutz vielleicht noch. Nee, ne? Ich glaube, der ist uns gefolgt. Nicht doch. Was brennt das hier? Dort im Wasser wird geschrien. Nicht doch? Ah, verdammt, das Feuer. Ja, ja, ich feier schon. Die Holzbrücke wird schon nicht brennen. Was ist das da unten? Bötchen? War mal Bötchen. Scheiße! Scheiße! Halt mal Scheiße! Scheiße sagt man nicht, Scheiße macht man. Und du machst gleich mal den Abgang. Dach! Der hat nochmal wegfahren. Das ist geil. Ach, manchmal sind es diese Situationen bei diesen Open World Dingen, die einfach gut sind. Wenn die KI nicht völlig verblödet ist. Wobei noch vieles ist es ja, wenn sie verblödet ist. Verblödet. Na? Ist doch wieder irgendeiner hinter einem Sandsack und wartet, bis ich rauskomme. Das ist schlecht. Ach, der Konvoi! Oh, jetzt habe ich ihn gerade verpasst. Egal. Der kommt wieder, keine Frage. Wäre den ganzen Tag im Kreis, hat sonst nichts zu tun. Nicht schlecht. Ein bisschen wie, naja, Assetto Corsa. Nein, super Spiel. Ich mag ja diese komischen, ne, Simracer, genau wie iRacing. Ich fahre es nur selber nicht, weil mein Gear, wie man so schön sagt, aus Plastik ist. Da lachen die bestimmt alle. Ja gut, es gibt welche, die spielen mit dem Controller. Die hätten das verdient, ausgelacht zu werden, aber die sind ja alle so, wie sagt man so schön, so tolerant. Sind wir ja irgendwo alle, oder? Komm. Also ich finde schon. Hat mir das ja quasi auf die Fahne geschrieben, auf die Regenbogenfahne. Ja, da sehe ich mich. Streiter vor Gerechtigkeit, hier Social Justice und so, das ist genau mein Ding. So, wir müssen was machen? Den Konvoi aufhalten, genau. Aber das ist schon mal gut, jetzt wissen wir, wo sie langkommen. Aber ich habe immer noch nicht rausgefunden. Ach hier, hätte ich mal einen Meter weiterfahren sollen, ne? Muss ich erstmal den hier reinigen. Wo ist denn hier dieser verdammte... Also das ist wirklich so eine Sache, die nervt mich so ein bisschen. Ich stehe genau drauf. Ist wahrscheinlich irgendwo eine Zeichnung oder irgendwo steht... Genau hier. Was? Ach so, okay. Ja, von hier aus. Ich habe ja ein bisschen mit Granaten hier in die Truppe geballert. Verständlich, dass das denen nicht mehr so gut geht. So, wir müssen mal, was müssen wir? Kommt gleich der Hund. Fährt er runter, dann fährt er wieder hoch. Ah. So, hier ist eine Kreuzung, so wie es aussieht. Was ist das für eine Kreuzung? Kreuzung aus was und was? Pass mal auf. Schlechter Winkel. Ja, richtig schlechter Winkel. Scheiße. Müssen wir irgendwie vernünftig aufstellen. Andererseits. Ach komm. Speichern. Lasst ihn kommen. Ich höre ihn schon. Ihr Kinderlein, kommt. Warte mal, bis er jetzt erst schießt. Geil, oder? Bitte? Shit! Raus! Neben? Na. Nicht wirklich, oder? Ich stehe tatsächlich einen beschissenen Meter neben der Basis. Hat noch nicht eine... Ist das Miststück? Na ja. Hänschen, piep einmal. Ja, wo ist er? Ist er runtergefallen?
Du bist die Sau. Ich bin getroffen, hat er geschrien. Und dann? Wow, bitte? Scharfschütze, warum? Zeig dich nicht, du Miststück. Feiges. Feiger Heckenschütze, sei wie wir. Immer offen, immer sichtbar. Oh. Nicht wirklich, oder? Okay, dafür sag ich ihn. So. Habe ich aus einem Meter? Okay. Fliegt auch ballistisch, ist quasi deswegen über die Rübe drüber geflogen. Habe ich auch drüber gezielt, ne? Weil er nicht stillhalten wollte. Und ehrenhaft sterben. Aber du mieses kleines Hündchen. Ah, ja, 5 Meter zu weit gelatscht. Und schon haben wir wieder Probleme. Nichts als Probleme. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir haben neue Waffen. Krasses Scharfschützengewehr haben wir jetzt. Und, ach ja, die, ja, ja, wir fahren einfach wieder zurück. Ist mir doch egal. Wir machen direkt die nächste Aufgabe. Oh Mann, die Zeit ist knapp. Macht doch so Laune, die alle zu schlachten hier mal. Mal schauen, ob wir auch rechtzeitig... Shit, ich habe das falsche Fahrzeug. Ich Idiot, ich muss wieder zurück. Nein, scheiße, Mann. Ich habe das falsche Fahrzeug mitgenommen. Oh nein, sie kommen. Jetzt wilde Verfolgungsjagd. Shit. Komm, fahr schneller, fahr zu. Jetzt muss ich wieder den Stützpunkt platt machen. Ja, ich bin nur auf der Durchreise. Lasst euch nicht von mir stören. Wo ist das hier? Ne, da vorne, oder? Das war nicht unseres. So, musste da ganz kurz mal aussteigen. Hoffentlich jetzt nicht von hinten wieder der Sack mit dem Raketenwerfer. So, so. Köpf geht nur 180 Grad. Ich dachte gerade, der steht da schon wieder da oben. Also das fände ich ja albern. Wobei, wir haben es auch schon erlebt bei der Carl Gustav-Geschichte, dass der unmittelbar bei uns gespawnt ist. Direkt beim Nachladen stand er einen halben Meter vor uns. So, jetzt bitte nicht krepieren. Nur mit Schmackes vor. Und wenn sie jetzt kommen, kommt doch, holt uns. Kommt doch, ihr Penner. So ist immer schön, ne? Immer schön Ärger machen. Gegner striezen. Was soll schon passieren? Ach, halt mal. Hier können wir eigentlich auch mal einen wegsprengen. Versteckt mich doch nicht, wenn der kommt. Ich verstecke mich, bevor er kommt. Und wenn er dann da ist, kriegt er eine Granate ins Gefährt gedrückt. So, komm, zeig dich. Huch. Und nach vorne ausrichten. Ja, verdammt. Ich brauche den Auftrag. Erstmal den Auftrag entgegennehmen. Hoffentlich steht das Auto hier noch. Das ist ja geil, dieses komische Granatenfahrzeug. Ist keine Mission aktiviert? Ach, guck mal, AR-16. Wo laufen die mit dem rum? Assault Rifle. 15 gibt's. Mörser-Typ. 16 gibt's euch gar nicht. Und den Mörser, ja, ja. Der Mörser-Typ. Hallo, mein Freund. Ich hätte da einen Vorschlag. Da hätten wir beide was davon. Ach ja? Diese moldawischen Bastarde. Denken, sie könnten einfach in das Haus eines Mannes marschieren und ihm sein Geschäft stehlen. Aus dem Westen kommt bald ein Konvoi mit Waffen. Stoppen Sie ihn. Dann habe ich neue Ware für Sie. Alles klar. Stinkende Moldawen. Ich liebe diesen Enthusiasmus. Ja, ich auch. Ist doch nur ein Witz, Mann. Ich tue doch nur so. Ist doch gar nicht echt. So, Ziel aktualisiert. Speichern wir nochmal. So. Ich habe gerade. So. Sie kommen. Jawohl, kommen Sie, da kommen Sie. Feind. Ihr Trottel, wenn ihr meint. Verdammt, wir müssen ganz in den Westen. Wie machen wir das? Obenrum. Der schnellste Weg ist natürlich durch die Stadt. Aber ich glaube, die Stadt... Hat die sich beruhigt?
Geht's dir wieder gut? So? Ja, wenn sie jetzt aufmucken, wollte ich schon sagen, dann haben sie ein Problem. Auf der anderen Seite haben die aber, glaube ich, auch mit Raketen schon auf uns geschossen. Wobei, eigentlich ist ein RPG ja ein Rocket Propelled Grenade. Also eigentlich ist es ein Granatwerfer. Deswegen, schießen sie eigentlich mit Bomben und Granaten auf uns. Gut, wir versuchen unser Glück. Das wird schon, oder? Toi, toi, toi. Und so. Noch blinkt nichts. Ist in Ordnung. Ist das eine Brücke? Ja. Man hört das immer so schlecht, aber... So, Waffenstillstand. Nicht schießen. Ach, jawohl, wir haben sogar Aufträge. Hier wieder. Ja, ja, aber erstmal die Waffen. Den Mörser, den möchte ich auch mal gerne haben. Ach Gott. Wie so ein Kind im Süßigkeitenladen. Will ich haben. Oder ein Mann auf der, weiß nicht, IFA. Oder irgendeine Automesse. Will ich haben. Aber geht halt nicht. Man kann sich nicht alles holen im Leben. Und so natürlich dann auch nicht im Spiel. Das ist natürlich klar. Machen wir die Karte wieder weg. Oder eine richtige Karte. Eine echte Karte brauchen wir. So. Oh, wieder ein dummer Stützpunkt. Halt, wir müssen weiter nach West. Wir müssen weiter nach Westen. Wie ist der Weg am besten? Nach Westen. Alles klar. Querfeld ein, oder? Einfach mal Luftlinie fahren. Was soll schon passieren im Dschungel? Hier, komm, wir fahren davor. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Doch, müssen wir. Und jetzt hier rüber zu, es passt. So, mehr Luftlinie. Wow, geht kaum. Wer blinkt hier so doll? Da unten bestimmt Wasser. Ja, das fast gedacht. Über noch einen Kasten Bier vielleicht. Karsten. Für eine. Und dafür steige ich aus dem Wagen aus. Hallo? Naja, zumindest... Zumindest müssen wir uns um keine Munition Gedanken machen. Oder eher um Munition keine Gedanken machen. Denn das haben wir ja alles in endloser Zahl. Wo fährt der eigentlich lang da hinten? Fahre ich hier direkt in den Stützpunkt rein? Ich will es nicht hoffen. Verdammt! Dann müssen wir hier erstmal... klar Schiff machen. Oh oh. Okay, die müssen sitzen. Sehr gut. Der erste sitzt nicht, der zweite sitzt nicht. Das Ding ist leer? Oder überhitzt? Was ist das? Ah, war nur überhitzt. Wahnsinn. Noch schlechter kann man eigentlich gar nicht schießen. Schon mal gut funktioniert. Ist da gerade der Kühlergrill abgefallen? Oder? Weiß ich nicht. Ja, Reparatur dauert bei uns ein bisschen länger, aber das passt schon. Leicht verbeult. Oh. Ja, der hat schon gut gelitten. Aber wir sind eh noch auf der Durchreise. Ach, der fährt den... Och, Mann. Doch, die große Hafenrundfahrt. Immer unangenehm. Habe ich zum Glück nur gehört. Aber ich... das sind so die Gerüchte, denen schenkt man gerne Glauben. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier. Zack. War also nur... 5? Ach krass, wir haben 6 Magazine damit. Das ist ja heftig, okay. Und der hat ja da oben nur Scharfschützen-Moon. Blinken tut leider nichts. Ist ja die Treppe runtergefallen.
Achso, das haben wir extra auch. Oh Mann, wir haben so viele Granaten hier. Das ist ein reguläres MG. Ja. Ja, das Ding hier mit dem fetten Kasten daneben und dem dicken Rohr, das müssen wir uns merken. Ja, die müssen über die Brücke. Tja, ja, tja, ja. Post Office. Sehr schön. Können wir einen Brief aufgeben? Vielleicht haben wir im Norden noch ein paar Brieffreunde. Oder der komische, wie hieß er noch? Irgendwas mit Hippo. Hippopotamus. Ach, guck mal, können wir Schiffe versenken spielen? Ja, geil. Ach nee, das ist gar kein Schiff, oder? Was ist denn das? Eine komische Insel. Grillen die da illegal? Der brennt's einfach. Brennender Busch vielleicht. Ach Gott, Jesus kommt. Nee, Moses. Oder wie der heißt. Aber kein Schatz. Macht nix. So, wir sind bereit. Kann's ankommen. Anschließend, jetzt ein bisschen spät, ne? Dann wissen sie, dass wir da sind. Verdammt. Aber wie weit wird das sein? So, vielleicht Ende der Brücke? Etwa? Ja, so knapp drunter. Fahren die eh gleich auf uns zu. Erst lassen wir mal passieren. Da kann der gerne hier explodieren. Ich höre sie schon. Hinten Rückraum frei, ja? Alles super. Das finde ich mal gut. Ach, da sind sie schon, die ersten. Komm, wir fangen mal direkt mit der zweiten Reihe an. Oh. Langt. Einfach mal antizipiert. Ey, das Ding ist ja mal voll geil. Oh, das sieht nicht gut aus. Komm, jetzt kann es so richtig brennen auf der Hütte. Die Insel perfekt getroffen. Also darf ich echt ein Händchen dafür, habe ich so das Gefühl. Aber nur dann, es läuft. Wieso brennt hier nichts? Was geht da ab? Oh. Tja. Kann man sagen. Hier mache ich das nächste Mal weiter. Sieht ganz gut aus, oder? Haben wir denn irgendwie ganz kurz mal eben... Nein, nein. Ich suche doch noch die nächste Waffenquest. Ach, guck mal, da können wir gerade in den Norden fahren. Nach Westen weiter, nach Norden. Das ist ja geil. Also muss ich sagen, das gefällt mir schon mal außerordentlich. Das Gelärme da vielleicht nicht unbedingt. Was passiert denn da? Das abgeschmiert und jetzt rutscht es langsam den Berg runter. Ach, guck mal hier. Tschüss. Ja, grüß mich die Sonne. Oder eher die Hölle. Da scheint keine Sonne, ne? Egal. Vielleicht aus dem... Ach, so, beim nächsten Mal geht's hier weiter, dann schauen wir uns hier weiter um. In dieser schönen neuen Region machen wir vielleicht nochmal ein paar Waffenquests oder gehen mal die Hauptaufgaben an. Das sollten wir vielleicht auch mal irgendwann in diesem Leben noch bewerkstelligen. Ja, und dann schauen wir uns hier weiter im zweiten Bereich um. Aber bislang, erster Eindruck, heftig. Wenn die wirklich mit sowas hier durch die Gegend fahren würden, das kommt wahrscheinlich noch, dann wird's ganz besonders witzig. Aber das ist schon mal ganz gut. Tja, noch keine Ahnung, was hier wirklich abgeht. Ja, mehr haben wir nicht gemacht, einfach nur ein bisschen... Ah doch, wir wissen jetzt, dass sie mit Raketenwerfern schießen. Das ist zum Beispiel auch sehr schlecht. Beziehungsweise RPGs. Sind es denn Raketenwerfer? Ich bin da echt unschlüssig. Obwohl, wenn es eine Granate ist, die quasi mit Propeller läuft, dann ist es ja eigentlich auch doch eine Rakete. Mann, ja, ich weiß auch nicht. Ich mache mich aber schlau. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal mehr von Far Cry 2. Dann sehen wir uns hier weiter um. Ich bin auf jeden Fall gespannt.